Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Wir machen heute einen Minecraft-Wissenstest. Danke, danke. Vielen Dank für den Applaus, Freunde. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Danke. Und danke auch, dass ihr alle wieder zu einem neuen Minecraft-Wissenstest eingeschaltet habt. Gar kein Problem. Nachdem wir letztes Mal euer Minecraft-Wissen im Bereich Nether-Update auf die Probe gestellt haben. Ich hab das nicht gesehen und weiß auch erst recht nicht, was das hier für ein Block ist. Vielleicht hätte ich mir dieses Video vorher anschauen sollen, aber zu spät. Geht es heute mal um etwas Standardmäßigeres und zwar um die guten alten Crafting-Rezepte. Okay. Jetzt natürlich nicht irgendwelche simplen Sachen wie die Werkbank selber, eine Truhe oder ein Holzschwert oder sowas. Ja, dann kann ich eigentlich jetzt schon aufgeben. Sondern eher schon Dinge, die man vielleicht nicht so oft bis nie gecraftet hat. Also ja, sowas wie zum Beispiel auf dem Thumbnail, was er da gerade gezeigt hat, eine Uhr. Warum braucht man in Minecraft eine Uhr? Man kann doch nach oben gucken. So klar, wenn man in der Höhle ist, weißt du es nicht. Aber ich sage ja jetzt auch nicht, oh, es ist jetzt gerade irgendwie, wenn ich in der Höhle bin, dunkel draußen, deswegen gehe ich jetzt nicht nach oben. So, hä? Es sind heute also wieder einmal 10 Fragen, beziehungsweise okay, in diesem Fall ja 10 Crafting-Rezepte, die abgefragt werden dabei. Mhm. Und es stehen dieses Mal nur 2 Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Das okay, macht es ein bisschen einfacher. Mhm. Bei den ersten 7 Fragen erhaltet ihr auch wie letztes Mal wieder 5 Schleimbälle pro richtige Antwort. Und bei den letzten 3 Fragen, die wieder etwas schwieriger werden, ganze 10 Schleimbälle. Das also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, meine Damen und Herren. Und wir starten mit dem ersten Crafting-Rezept. Ihr könnt ja mal selber mitraten und dann eure Antwort am Ende bzw. euer Ergebnis in die Kommentare schreiben. Welches Crafting-Rezept ist richtig, um Granit zu craften? Rezept 1 oder Rezept 2? Ich. Wow! Würde sagen Rezept 1. Welcher Mensch will sich Granit craften? Das ist der hässlichste Block in Minecraft. No front an alle Granitblöcke, die da draußen gerade zuschauen. Nee, aber for real würde ich sagen, dass es... Nee, doch, wir nehmen mal den zweiten. Weil da braucht man nur ein Quarz. Rezept 2 ist hier natürlich richtig. Oh mein Gott. Okay, ich freue mich gerade gefühlt mehr als über mein Abi. Wenn es wahrscheinlich nie ein Mensch benutzen wird, weil Granit jetzt gar nicht mal so ein Block ist, den man unbedingt craften muss. So, mein Reden, das ist ein Block, den man gar nicht braucht. Der sieht hässlich aus, der hat keinerlei Funktionen, Ende. Könnt ihr mir vielleicht mal unten in die Kommentare schreiben, was Kupfer für eine Funktion in Minecraft hat? Weil no joke, das checke ich auch nicht. Mit welchen dieser beiden Rezepte kann man ein Buch und Feder herstellen? Ich glaube, das hier ist Farbstoff. Und das hier ist ein Inksack, also ein Tintenbeutel. Deswegen rechts würde ich auch hier sagen, Rezept 2. Hier ist auch Rezept 2 richtig. Oh mein Gott, Alter. Huh! Ich bin am Schwitzen, ich sag's, wie es ist. Rezept Nummer 3, was ist richtig? Mit einem Schleimball oder doch mit einem Eisenklumpen? Also, ich bin ganz ehrlich, Eisenklumpen wird mehr Sinn ergeben, weil ja hier ein ganz kleines Stück Eisen auch drin ist, aber es ist definitiv Rezept Nummer 1, weil ich selber in Minecraft Loser das herausfinden musste. Natürlich mit einem guten alten Schleimball und... Das ist so ein geiles Video. Ey, ich habe euch seinen YouTube-Kanal mal unten in der Beschreibung verlinkt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die Schienen dienen in Minecraft als Transportuntergrund für die Loren, aber wie craftet man sie eigentlich? Es ist eh sehr crazy, weil... Ich mach mal ganz kurz auf Pause, diese Musik stresst mich. Und die Zeit, das sind auch keine Sekunden, das ist schneller als Sekunden. Ich sag's, wie es ist. Wenn man sich hier mal so eine Schiene in Minecraft anguckt, sieht man, dass eigentlich von der Menge her mehr Holz verbaut wurde als Eisen. Hier ist allerdings mehr Eisen dabei als Holz, deswegen ergibt es keinen Sinn. Aber es ist das zweite Crafting-Rezept, wenn ich mich jetzt hier entscheiden muss. Auch wenn hier sogar beide Rezepte Sinn machen würden, ist das rechte Rezept richtig. Also ja, das linke wird sogar mehr Sinn ergeben. Eigentlich wird es am meisten Sinn ergeben. Ja, man bräuchte halt irgendwie so ein Vierer-Crafting-Feld, ne? Dann wird es eigentlich am meisten Sinn ergeben. Aber ja, einfach so craften wie Leitern, nur außen halt Eisen. Ein 1.14-Feature, die Armbrust, Freunde. Zu finden in den Villager-Außenposten oder halt auch craftbar. Aber mit welchem Rezept überhaupt? Ich hab gar keine Ahnung. Ich würde sagen... Boah, ich habe gar keine Ahnung. Ich würde sagen, das Erste. Ich würde sagen, das Erste. Natürlich hier mit dem zweiten Rezept. Verdammt! Ich dachte mir,
Weil hier vorne dieser Haken, der gefragt hat. Auf solch einen Keks hätte ich auf jeden Fall jetzt auch Bock, Freunde. Wie sieht's bei euch aus und wie craftet man sie eigentlich in Minecraft? Beste Cookies gibt's bei Subway. Ganz weird. Dieser Laden ist bekannt für Sandwiches, aber macht meiner Ansicht nach die besten Cookies, weil das diese Softbake-Cookies. Links. Schon vorbei hier. Links. Rezept Nummer 1 ist hier richtig. Ja. Ich fänd's cooler vom Crafting. Kraft. Kornkrafter. Halt die Fresse, du Lappen. Die Schalkerbox oder auch im Fachjargon der Rucksack in Minecraft genannt. Braucht man hier mehr oder weniger Schalkerschalen? Der Rucksack in Minecraft. Ich habe das Ding noch nie benutzt oder gesehen. Ich bin so ein Noob, ne? Ich würde sagen rechts. Ich weiß nicht, das kriegt man irgendwo, wenn man nochmal ins Ende geht, ne? Natürlich ist Rezept 2 richtig. Oh mein Gott, bisher habe ich alles richtig, bis auf eine Frage. Ich muss mir meine Punkte vielleicht mal ein bisschen aufschreiben. Jetzt ein Gegenstand, den die wenigsten Spieler nutzen und somit auch kaum craften dürften. Die Uhr. Also welches Rezept ist richtig? Warum haben die damals überhaupt eingefügt? Das ergibt gar keinen Sinn. Habe ich ja anfangs schon erklärt. Es ist definitiv das linke, weil es halt einfach mit Eisen wäre es ein Kompass, mit Gold ist es eine Uhr. Aber dumm. Natürlich, 4 Goldbarren und einmal Redstone. Also cool wäre, wenn man die Uhr dann, wenn man eine hat, wenn sich dann so ein neues Feld ergeben würde, sodass man die am Handgelenk tragen könnte. Dann hätte es wenigstens noch so einen Flex-Charakter. Und wenn man dann auf, keine Ahnung, Server mit seinen Freunden hat, kann man auch Diamanten nehmen oder Smaragde oder Netherite und dann hat man halt eine Uhr aus diesen Materialien. Dann ist so, boah, ich hab die Rolex, so, das wäre noch irgendwie ein Feature, was man einführen könnte. Den brauchen wir, um die neue Schallplatte aus dem 1.16-Update abzuspielen, die wirklich cool sein wird. Aber wie craftest du ihn eigentlich? Mit einem Dia oder mit einem Redstone-Staub in der Mitte? Also, es wäre viel nicer, wenn man es mit Redstone machen würde oder mit einem Redstone-Block von mir aus, damit es noch ein bisschen teurer ist. Aber mir geht das zu schnell hier, ne? Ich will noch quatschen. Weil ich meine, da ist ja logischerweise Redstone-Technik drin verbaut. Das heißt, muss ja eigentlich was mit Redstone zu tun haben. Es ist aber tatsächlich das mit dem Diamanten. Ich habe auch in unserem Minecraft mit Loser-Projekt nämlich eine Jukebox gemacht, die Sandra ins Haus gestellt. Das kommt alles noch demnächst auf YouTube. Und dann Musik abgespielt und sie hat sich die ganze Zeit gefragt, wo das herkommt. Aber das ist schon echt teuer, so ein Ding. Natürlich mit einem Dia und somit ist dieses Rezept hier richtig. Schon crazy. Merkt es euch auf jeden Fall. Aber die meisten dürfen es eigentlich mittlerweile kennen. Echt teuer. Zu guter Letzt der Endstab, eine dekorative Lichtquelle aus dem Ende. Und das Crafting-Rezept ist? Das Crafting-Rezept beim Endstab. Ich würde sagen rechts. Ich habe keine Ahnung. Richtig, links zu sehen. Ich habe gar keinen Plan von allem, was mit dem Ende zu tun hat in Minecraft. Da habe ich gar keine Ahnung von. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Show angelangt. Vielen Dank, Freunde, fürs Zuschauen und rechnen jetzt mal fleißig eure Punktzahl zusammen und vergleicht diese dann mit der Tabelle hier. Ich habe nur eine Frage falsch und das war eine 5-Slimeball-Frage. Von daher bin ich tatsächlich Netherite mit 60 Punkten, oder? Nee, ich hatte das ja vorhin auch falsch. Dann kriege ich nochmal 10 abgezogen. Dann bin ich bei Diamant. Dann bin ich bei 50 Punkten. Naja, wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Der User gamingguides.de, von dem ich ja auf das Video reagiert habe, ist selbstverständlich unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut dort gerne mal vorbei. Macht selber mal gerne die Quizzes. Und ich bin dumm.